das Thema oder die Zeile, Titel raus, es ist Sommer, hat meine damals 18-jährige Nichte zu mir gesagt und ich fand das sehr witzig eigentlich. Weil du Titten hattest? Oder? Nö, einfach nur so. Es war schön Wetter und die kam mit diesem Spruch um die Ecke. Okay. Und ich fand es witzig und habe gesagt, da kann man einen Song draus machen. Habe ich dann auch gleich gemacht. Und wir haben ja dann auch das Album so benannt und hatten da ja auch ein Mädel mit selbigen und hatten seitdem Probleme wegen Sexismusvorwürfen. Also du? Ja, ich tatsächlich. Ich tatsächlich. Einmal, ja, genau. Wobei eigentlich finde ich das Dreckige an dem Song ist eigentlich das Intro. Eigentlich ist das Dreckige dieses la 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 la. Das finde ich sensationell dreckig. Nein, aber es war tatsächlich so, dass wir die CD vorgelegt haben bei einem Kulturveranstalter in einer großen Landeshauptstadt. Und die haben das Cover gesehen und haben gesagt, nein, das ist sexistisch und da liegt eine Frau mit Brüsten. Also wer das Cover noch nicht gesehen hat, tatsächlich liegt da ein Mädel mit Bikini und es ist aus dem Blickwinkel des Mädchens fotografiert in Richtung ihrer Beine und die junge Dame ist komplett bekleidet. Und tatsächlich war die Argumentation damals eher so dieses, oder es ist immer noch so, hey, da liegt ein Mädel, die kann sich das leisten, die sieht gut aus, ja? Die kann man im Bikini herzeigen und wir leben in einem Land, in dem man auch genau das tun darf. Man muss sich als Frau nicht verstecken oder als, was weiß ich, gut aussehendes Individuum muss man sich nicht an irgendwelche Konventionen halten, sondern hey, wenn mir danach ist, kann ich mich mit meinem wunderschönen Körper in die Sonne legen und das Leben genießen. Und das finde ich als Botschaft viel stärker als dieses, ah, da hat jemand aber wenig an und deswegen finde ich das sexistisch für den Arsch. Also ganz ehrlich, nein, ich habe mich damals auch, ich reg mich jetzt heute auch wieder drüber auf, aber ich habe mich damals so richtig drüber aufgelegt und habe mich tatsächlich mit dem Veranstalter oder noch schlimmer, mit dieser Veranstalterin, dieser Kulturschaffenden, so bösartig in die Wolle bekommen, dass da tatsächlich nie wieder ein Kontakt entstanden ist, weil ich fand es unmöglich, wie man sowas, ja, unter so einer Political Correctness falsch interpretieren kann und dann direkt mit der Sexismuskeule drauf losgeht. Also, mit dem Thema, warum wir nicht in diversen Jugendhäusern spielen dürfen. Und als wir in einem Jugendhaus gespielt haben, haben wir dieses Album als Jugendhaus-Edition in Papier eingetinkelt. Stimmt, das war in Mainz? Ja. Das war in Mainz. Da haben wir das in Papier eingetütet, dass wir das Cover nicht mehr sehen, ja. Und dann durften wir es offiziell verkaufen. Die waren auch politisch überkorrekt irgendwie. Ja. Es ist die neue Welt. Das ist Punkrock. Titten raus ist Sommer!